hier an der Tankstelle unseren vollgeladenen Transporter einmal tanken. Ihr seht diese, guckt euch den Preis an, unverschämt, oder? 2,29 Euro für Diesel. Was sagst du dazu? Ja, herzlich willkommen erstmal bei FDKs. Liebe Leute, wir fahren heute Nacht um 12 oder 1 wollen wir nach Polen, hinter Warschau, haben wir eine Adresse bekommen, wo wir die Ware abliefern. Ich, meine Frau, vielleicht kommt Jan noch mit, wir überlegen uns nochmal. Klar, in Polen ist Diesel günstig, also wollen wir hier mal gucken, dass wir mal vielleicht 100 Euro tanken. Da sind ja 45 Liter. Ja. Damit werden wir polnische Grenze kommen. Wir haben gehört, in Polen 1,20 Euro, 1,15 Euro. Geile Preise in Polen. Ja, Deutschland natürlich, die Preise sind scheiße. Egal, wir laden das Ding voll, gehen nach Hause, ruhen uns ein bisschen aus, entspannen. Heute Nacht 12, 1 Uhr fahren wir los und dann geht's weiter. Ja, ich weiß nicht, alle 100. Ja, wie viel haben wir dahin zur polnischen Grenze? 400 Kilometer? 400 Kilometer. Naja, könnte ich schaffen, bis ist da noch was drin gewesen. Ja, ihr seht die Preise, das ist echt nicht mehr bezahlbar. Und das ist ein Diesel. Ja, weißt du noch, vor, ich glaube, vor 7-8 Wochen bin ich mit dem GT nach Hamburg gefahren. Ey, bin ich mit dem GT nach Hamburg gefahren. 1,96 Super, ja, Plus. Nee, die Ultimate habe ich getankt, glaube ich, für 2 Euro. Da habe ich auch noch gesagt, wow, 2 Euro, Alter. Keine Ahnung, was kostet Ultimate? Kein Plan, Alter. Ultimate haben die hier nicht. Warte, da sieht man es. Was kostet Ultimate? Wir fokussieren. Da sind wir bei 2,70 Euro. Nee, warte. Nein, mehr. 2. Ich kann das selber nicht so gut lesen hier, was Ultimate ist. Aber es ist auf jeden Fall teuer. Egal, den 1 Euro schenkt ihr uns bestimmt. 1 Cent. Ja, egal, wir gucken mal. Jetzt einmal Schlapp machen an der Tankstelle. Genau. Ja, ein bisschen später dann, wenn wir heute Nacht losfahren. Ja. Hier seht ihr übrigens auch mein Cabrio. Er läuft. Ich weiß nicht, ob ich meine Fahrweise ändern sollte. Es macht Spaß, so zu fahren. Ja. So, danke. MTKs, ja, wir fahren jetzt in Polen. Ja, dann wollen wir mal losfahren. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Es ist, keine Ahnung, 4 Uhr morgens. Wir sind 12 Uhr gestartet. Naja, ich musste jetzt auf der Raststätte nochmal tanken. 2,50 Euro Diesel. Ja, ich habe 100 Euro in Bremen getankt. Ja, ich dachte, ich komme an die Grenze, aber Pustekuchen war wohl nichts. Egal, Fuvi getankt. Ich habe noch, ja, zur Grenze noch 100, 120 Kilometer. Naja, wollen wir mal schauen. Morgen, Leute. Ja, die Uhr geht ein bisschen veraltet. Es ist so circa 6 Uhr. Ja, sind in Polen reingefahren. Ja, ich habe in Deutschland noch mal einen Fuvi reingetankt, aber ja, da seht ihr, Tankanzeige ist tot. Ja, Sonne geht auf, schön, schön, schön. Ja, 10 Kilometer kommt die nächste Tankstelle. Da tanken wir mal, da die Karre mal voll. Mal gucken, wie die Spritpreise sind, sollen eigentlich sehr gut sein. Ja, schauen wir mal gleich. So, Freunde, Tankstelle in Sieg, Tankanzeige 0000. Aber alles gut. So, jetzt sind wir mal gespannt, wie die Preise sind. Wir sind um 12 Uhr heute Nacht losgefahren. Ja, 600 Kilometer gefahren, es ist ja 6:30. Ja, bin auch müde, ne? Weil gestern Abend sind wir um 10 habe ich eine Stunde hingelegt. Ja, jetzt muss Frauchen weiterfahren, ich habe keinen Bock mehr. Mal gucken, wie die Preise hier sind, ne? So, Diesel, oh, ja, wir müssen auch... Richtung Osten, dann leicht links abbiegen. Also haben wir... Leicht links abbiegen. 8, ja, rechnen mal aus. Holen mal ein bisschen voll, Preise gehen, ausgerechnet 1,70 pro Liter. Ja, gegen Deutschland Hammer, ne? Also wenn man so überlegt. Aber ist auch schon teuer. Ne? Ich weiß nicht, wie es im Inland ist, ob es da ein bisschen günstiger oder was ist, das weiß ich nicht. Aber 1,70 gegen Deutschland, wir haben auch eben getankt vor 2 Stunden für 1 Euro. Ne, was? 2,30 Euro, ne? 40. 2,50. 2,50 haben wir getankt. Also 80 Cent billiger ist auch schon mal nicht schlecht. Ja, wir knallen den Bus mal voll. Ja, bin seit 6 Stunden fahre ich. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich hau mich jetzt in eine halbe Stunde oder was. Frau fährt weiter. Und was haben wir am Fahrt? 3 Stunden, 4 Stunden müssen wir auch da sein. Und ja, 4 Stunden fahren wir noch hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, Freunde, Maut ist bezahlt. Sorry. Bin eben aufgestanden. Sonnenaufgang. Geil, geil, geil. Ja, halbe Stunde mein Nickerchen gemacht. Hat richtig gut getan. Bin eigentlich ziemlich fit, aber ich mache noch eine halbe Stunde. Ja, tut richtig gut, aber ist richtig schön hier mit der Sonne und sowas. Ja, eigentlich haben wir auch nicht mehr so lange. Ja, 2,5-3 Stunden. Ja, okay, super. So, kurzen Stopp gemacht auf der Raststätte. Alter, Leute, Polen ist geil. Also, waren drin, Baguette, 2 Stück, Kaffee, 5 Euro.
Unglaublich. Ich habe Kaffee bezahlt, ich glaube 4 Euro in Deutschland. Unglaublich. Richtig, so ein Baguette habe ich bekommen. Zu zweit haben wir ein Baguette gegessen. Also jeder ein Baguette bekommen. Noch einen Kaffee dazu bekommen für 5 Euro. Und das auf einer Raststätte. Also unglaublich. Ja, hier muss man, glaube ich, leben. Ne? Aber die Löhne weiß ich jetzt auch nicht. Aber toll, auch die Tankstellen hammer sauber. Spritpreise sind super. Ja, so kann es weitergehen. Ne? Super. Da kann sich mal Deutschland ein Stück abschneiden. Leute, also hier ist ein riesen Konvoi. Russische LKWs, also ich glaube, die fahren alle im Konvoi, keine Ahnung warum. Ich habe gehört gehabt, die kriegen keinen Diesel, die Karten sind ja von denen gesperrt allen. Ist schon merkwürdig, ne? Die haben sich wohl zusammengeschlossen, irgendwie Gemeinschaft irgendwie zu fahren, wie ihr sehen könnt, ne? Ja, das sind fast 10, 15 LKWs, die zusammenfahren. Ja, ihr wisst ja, ne, die Karten von denen ist ja irgendwie gesperrt und die haben auch, die armen LKW-Fahrer haben auch Probleme, ne? Die können ja auch nichts dafür, aber ja, entweder fahren die zurück in ihre Heimat oder weiß ich jetzt nicht. Sind schon ganz schön viele hier. So, Freunde, in Warschau angekommen. Wir haben noch hier 9 Kilometer vor uns. Ja, da wollen wir erstmal mal durchschlängeln hier. Auch eine schöne Stadt. Schön sauber, richtig schön hier. Leute, guck mal bitte, geil, sieht richtig schön aus hier. Oh, hier, guck dir das mal an, das ist der Bahnhof. Hier ist richtig Aktion. Ja, hier ist richtig viel los, Leute. Ja, liebe Leute, wir haben erstmal mal zum hier in der Arena sind die meisten Leute drin. Wir können natürlich nicht reingehen. Aber wir haben alles abgeladen. Jetzt wollen wir mal weitergehen und dann
Ja, hier hausen die meisten drin. Das ist die Sporthalle von denen. Und da sind die armen Menschen drin. Wir haben jetzt alles reingebracht. Wollte gerne noch ein Video von denen machen, aber die haben auch viel zu tun. Und ich wollte die Leute jetzt auch nicht in der Halle rumlaufen und die Leute da aufladen. Die Leute haben sich gefreut. Das sind natürlich hier die Ersthelfer, die ihr helfen. Ja, wir können natürlich nicht reingehen und die Leute, die schlafen in Feldbetten und was. Ein paar haben da geweint, haben uns umarmt. Also das fanden wir richtig toll, haben ein paar schöne Fotos mit denen gemacht. Ja, die geben auch ihr Bestes, sind auch sehr traurig. Aber ich verstehe die auch, ich kann da nicht reinlaufen und irgendwie das Elend von den Menschen oder was aufnehmen. Dafür sind wir auch nicht hier, um irgendwelche Videos von armen Kindern oder was zu machen. Ja, wir haben unser Dienst getan. Genau, haben alles abgeladen, die Leute brauchen das, die haben sich gefreut. Die Wasserflaschen haben die direkt rausgestellt. Ein paar Wagen haben die direkt in die Halle mit reingebracht. Ja, was soll man machen? Die kommen alle her, dann von hier aus reisen sie weiter zum Busbahnhof und dann verteilen sie sich in ganz Europa. Ja, hat gelungen, hat auch super geklappt, gut empfangen worden, haben sich bedankt, die Leute. Ja, Freunde, das war wohl unsere Mission, haben wir erledigt. Jetzt geht es nochmal über 1000 Kilometer nach Hause. Wir fahren Richtung Berlin und machen da einen Abstecher. Und dann, ja, wir freuen uns, dass wir das erledigt haben. Müde sind wir auf jeden Fall, wir sind seit 10 Stunden unterwegs, aber haben es geschafft. 11 Stunden unterwegs. Ja, Auto ist leer. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Da seht ihr die Leute hier, die wollen alle irgendwie mit Verwandten, Bekannten, fahren die alle irgendwie raus. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier rauskommen. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir sogar zahlen hier beim Rausfahren, aber egal. Jetzt auf das kommt auch nicht mehr an. Ja, keine Ahnung, wie kommen wir hier raus? Das ist ja jemand. Ja, ein langer Trip. Kurz mal was ausgeladen, aber ist auch egal. Das war auch der Sinn der Sache. Wir wollten jetzt hier nicht hier von den Leuten hier irgendwelche Interviews oder sowas machen. Das war nicht im Sinne, was wir überhaupt vorhaben. Ne? Wir sind hergekommen, haben die Sachen abgeliefert und wollen auch nach Hause. Nächste Woche geht die Arbeit weiter und ja, let's go. Ich wollte jetzt den Bus voll tanken, da kam hier ein Bediensteter und hat gesagt, nein, darfst du nicht. Also es ist wirklich nur erlaubt, 50 Liter, kein Reservekanister oder sowas dürfen wir tanken. Ich weiß nicht, wieso sie das gemacht haben. Ja, ist wohl so. Naja, dann fahre ich die nächste Tankstelle, tank dann natürlich weiter, aber sind auch auf dem Parkplatz, viele, viele Ukrainer sind hier. Ganz, ganz viele hier, keine Ahnung. Ja, jeder will seinen Weg irgendwie machen, ne, ist klar. Ja, dann tanken wir mal 50 Liter hier, fahren noch ein bisschen und dann tanken wir da weiter. Ja, ach so, Reserve kann es auch verboten, dürfen wir auch nicht mehr. Ich weiß leider nicht, wieso die das so eingeführt haben. Nur 50 Liter, kein Reservekanister. Ich weiß nicht, was sie vorhaben oder wieso, weshalb, warum. Das weiß ich wirklich nicht. Ja, ist ja auch egal. Dann, wie gesagt, tanken wir mal hier 50 Liter. Ja, klar, die Menschen sind hier. Schade, wir sind nicht am Bahnhof vorbeigegangen. Beim Hinfahrt haben wir am Bahnhof gesehen gehabt, dass da wirklich Menschenmassen an den Bussen rein wollten. Und ja, es tut einem wirklich alle leid, ne? Ist nun mal so. Freunde, ja, Sachen abgeliefert. Wir sind kaputt, seit gestern Nacht, seit 12 Uhr unterwegs sind wir. Ja, war eine anstrengende Fahrt, 10, 11 Stunden gefahren, 1000 Kilometer hergefahren. Ja, wir haben es geschafft, wir haben die Sachen abgegeben. Klar, wir sind jetzt nicht da reingelaufen und die Menschen gefilmt, das wollen wir auch gar nicht wissen oder sowas. Ne? Die Halle war voll mit irgendwelchen Menschen drin, die da mal übernachten, kurz da mal schlafen oder ein paar Tage bleiben, bis sie abgeholt werden. Aber das interessiert mich auch nicht, wie die da leben oder was. Das will ich gar nicht auch wissen. Ne? Wir waren vorne bei den Ersthelfern. Da war ein riesen Zelt drin mit ein paar Artikel drin. Und viele Sachen waren da jetzt auch nicht drin. Ne? Als wir angekommen sind, die hat sich richtig, richtig gefreut. Danke. Ja, super geparkt. Jawohl, das passt ja sehr gut hier. Oder nicht? So, dann sind die Menschen alle gekommen, haben sich wirklich, wirklich gefreut. Zwei Damen haben da geweint, dass wir überhaupt was mitgebracht haben und was. Ne? Und das zählt, denke ich mal. Und mehr muss man dazu auch nicht sagen. Wir haben es auch nicht jetzt hier getan, so, ja, hier. Jeder muss es für sich selber entscheiden. Jeder muss es sich für sich selber tun. Wir haben ein schönes Gefühl gehabt, haben das abgegeben. Klar, wir sind kaputt, wir sind müde. Wir mussten noch 1000 Kilometer nach Hause fahren. Haben vielleicht jetzt 600 Euro Sprit verfahren oder was. Ja, mein Gott, ne, dann gehen wir mal weniger essen oder was. Und die haben es, glaube ich, nötig als viele andere Menschen oder was. Ist egal, wir haben die Sache durchgezogen. Ja, mit vielen Kollegen, Bekannten ein bisschen enttäuscht, die mitmachen wollten. Egal.
dann machen die es irgendwie andersrum oder was, das ist mir auch jetzt egal. Wir haben es gepackt, die Sachen sind da. Ja, dann gucken wir mal weiter, wie wir das machen. Mit Spenden sammeln würden wir immer noch ein bisschen weitermachen, weil es gibt noch viele andere Organisationen, die das auch nötig haben. Also die Aktion bei eBay Kleinanzeigen läuft weiter, dass ich immer noch weiter sammle. Ja, wenn Leute sagen, ja, die haben es nicht nötig oder sowas, habe ich auch mal einen Kommentar drin gehabt, dass das heißt so, ja, ihr werdet sehen, wie viel die alles haben. Nein, haben sie nicht. Also ich habe es gesehen, die Dinger waren leer. Und warum soll irgendeine Polin, die da arbeitet, weinen, dass wir Essen mitbringen, wenn die so viel haben, oder? Also, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir haben unsere Sache gemacht, die haben sich gefreut. Also ich gehe mit einem guten Gewissen jetzt nach Hause. Hartes Wochenende, was soll's, ne? Okay, liebe Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Da geht es wieder um Auto-Content, wie immer, und kleine lustige andere Geschichten. Ne? Wir sind müde, wir müssen 1000 Kilometer fahren. Abfahrt nach Deutschland.